Herr Bliesing hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, innerhalb von nicht einmal 2 Monaten sind uns im März und Mai diese Senatsdrucksachen 2011-182 und 2011-718 zugegangen. Darin offenbarte uns der Senat weitere Verzögerungen sowie Kostensteigerungen von zusammen ca. 39 Millionen Euro für die beiden derzeit größten Softwareprojekte der FH. 21,5 Millionen für die neue Jugend- und Sozialamtssoftware YouthIT, 17,5 Millionen inklusive Verpflichtungsermächtigungen für das länderübergreifende Projekt COPERS zur Modernisierung der Personalverwaltungssoftware. Doch das ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Zusammen mit den Kollegen Ritter hatte ich Ende letzten Jahres 2 Anfragen zum Themenfeld IT- und Softwareprojekte gestellt. Die Senatsantwort offenbarte nach Auswertung teilweise überraschende oder auch besser gesagt erschreckende Fakten, die ja auch in unserem Antrag aufgeführt sind. Zum einen Anstieg der jährlichen IT-Betriebskosten der FH zwischen 2010 und 2013 um 25 Millionen Euro, Steigerung der Kosten für 75 andere IT-Projekte als COPERS und YouthIT um zusammen noch einmal 37,4 Millionen Euro. Verzögerungen um durchschnittlich 3,5 Jahre bei 3/4 aller 345 betrachteten IT-Projekte. Ein gutes Dutzend Projekte haben bis zur endgültigen Fertigstellung gar Verspätung von knapp 10 Jahren und mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind Zahlen, bei denen alle Alarmglocken bei uns klingeln müssen. So kann und darf es bei IT-Projekten in dieser Stadt nicht weitergehen. So darf mit Steuergeld tatsächlich nicht umgegangen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Bürgerinnen und Bürger und Beschäftigten der FH sind außerdem darauf angewiesen, dass neue IT und Software termingerecht eingeführt wird. Auch eine realistische, solide Zeitplanung von IT-Projekten muss deshalb zukünftig stärker in den Fokus gerückt werden. Und nicht zuletzt auch die Praktikabilität und die Bedienungsfreundlichkeit für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen in der Stadt, die damit letztendlich auch umgehen müssen, auch die muss besser werden. Wir müssen da tatsächlich die Sachen auch vom Ende her denken. Viele Klagen, die mich auch da aus der Verwaltung teilweise erreichen, da wird ein neues IT-Projekt gemacht und am Ende ist das System nicht sehr handlungsorientiert und bereitet nur Probleme. Auch das muss uns sehr zu denken geben. Für die Mehrzahl der überdurchschnittlich verspäteten oder teuer gewonnenen IT-Projekte wurden zu Projektbeginn kein Lastenheft erstellt. Es fehlte also im weiteren Verlauf häufig eine klare Vorstellung darüber, wie die konkreten Anforderungen an Software- und IT-Infrastruktur aussehen. Das ist ein Zeichen für eher mangelhaftes Projektmanagement. Nicht selten fehlte oder fehlt zudem ein modernes Projektcontrolling, wie eben zum Beispiel bei den Projekten COPERS und YouthIT. Diese Leistungen wurden dann wiederum nachträglich eingekauft. Zahlreiche weitere Begründungen für Verspätungen und Kostensteigerungen wurden in der Drucksache 2010-294 genannt. Von persönlichen Animositäten über Krankheitsfälle und Auftragnehmerinsolvenzen zu im Projektverlauf wachsenden Anforderungen und unterschätzter Projektkomplexität. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. In der Gesamtschau drängt sich jedoch folgender Eindruck auf. Das Problem zahlreicher Kostensteigerungen und Verzögerungen von IT-Projekten ist im Kern struktureller Natur und über Jahre gewachsen. Senate und Bürgerschaftsfraktionen aller Couleur, ich glaube, so viel Ehrlichkeit muss dann wirklich auch in dieser Debatte einmal sein, haben dem über viele Jahre hinweg nicht systematisch entgegengesteuert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem sollten wir nunmehr endlich Abhilfe schaffen. Wir haben da, glaube ich, kein Erkenntnisproblem. Wir haben da tatsächlich ein Handlungsproblem und deshalb können wir uns, glaube ich, auch die Schleife über den Haushaltsausschuss in der Sache wirklich sparen. Es wurden viel zu lange Projekte angefangen und dann wurde gesagt, jetzt können wir ja nicht mehr damit aufhören, jetzt müssen wir es ja durchziehen. Und dann wurde die Hand aufgehalten seitens der entsprechenden IT-Fachabteilungen. Und das führt natürlich dann zu Kostensteigerungen, die kein Ende finden und einen Bandwurmeffekt haben. Wir halten das als FDP-Fraktion deshalb für an der Zeit, den Senat damit zu beauftragen, Ursache-Wirkungszusammenhänge bei Verzögerungen und Kostensteigerungen von IT-Projekten zu analysieren. Daraus können dann die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Hamburg braucht nach dem Konzept zum kostenstabilen Bauen endlich auch ein Konzept zum kostenstabilen Programmieren.
Hamburg kann und darf sich keine weiteren Elbphilharmonien leisten, egal ob auf Kaisspeichern oder auf den Computern der FAH. Wir Liberale freuen uns deshalb, Herr Quast, bevor Gerüchte aufkommen, wir haben heute nicht die Krawatten getauscht, wir freuen uns deshalb, dass offenbar nicht nur wir der Meinung sind, dass dringender Handlungsbedarf herrscht. Auch die Regierungsfraktion hat einen erfreulichen Antrag zu dem Thema eingebracht. In dem Antrag der SPD sind nach unserer Meinung viele gute Lösungsansätze und Arbeitsaufträge an den Senat formuliert worden. Die FDP-Fraktion wird ihn daher vollumfänglich unterstützen. Beim Berichtszeitraum haben wir ja dem Senat beantragt, zwei Monate mehr Zeit zu geben. Wir wollen ja Dezember den Bericht haben. Sie haben ja mutigerweise schon den Ende Oktober angepeilt. Ich glaube, ein Wimpernschlag im Leben eines Beamten, so ein Zeitraum. Aber wir erwarten dann natürlich, dass, wenn unser Antrag denn heute auch entsprechend angenommen wird, auch entsprechend auch zum Oktober dann möglichst auch berichtet wird. Ich denke, wir alle hier im Hause sind uns einig, dass nach dem kostenstabilen Bauen nun auch das kostenstabile Programmieren zum Verfahrensstandard werden muss. Für Hamburg ist dies im Zeitalter fortschreitender Digitalisierung und der Schuldenbremse wichtiger denn je. Deshalb bitten wir um Unterstützung.